Moin, moin, meine lieben Freunde. Es geht wieder weiter. Let's play Empire Total War im Singleplayer mit der Weg zur Unabhängigkeitskampagne. Wir haben am Ende der letzten Folge aufgehört, hier vor dieser Schlacht, wo unser lieber Richard Cockburn gegen Jacques Brissot kämpfen wird. Wir verfügen über 894 Mann, gut ausgebildete Infanterie. Also wir verfügen über 894 Mann, davon 24 Mann Kavallerie, 860 Mann Infanterie, 270 Indianer, 120 Milizen und 480 Mann Linieninfanterie. Und ich würde mal sagen, es geht los. Ich will lieber versagen, als nicht zu den Größten gehört zu gehören. Hallo und herzlich willkommen zurück hier in dieser Schlacht. Mir ist gerade aufgefallen, dass wir tatsächlich in einem Fort stehen. Die Indianer, die lasse ich tatsächlich hier im Wald. Alles andere wären ja Stiefel gebraten mit Ei. Das wird jetzt der neue Leitsatz dieses Let's Plays. Die Linieninfanterie, die kommt bitte in die Stadt. Die Miliz, die kann ich gerne dort postieren. Denn alles andere wären ja, wie bekannt ist, Stiefel gebraten mit Ei. Obwohl, von da werden die nie und nimmer angreifen. Dann postiere ich lieber hier noch ein paar. Und hier. Da ist die Indianereinheit. Das sieht cool aus mit dieser Feder im Hut. Ja, wir haben hier die Kolonialmiliz jetzt in dem Haus verschanzt. Hier sehen wir Musketiere und hier sehen wir Indianer-Musketenhilfstruppen. Die müssen uns hier angreifen, also haben wir hier einen enormen, ich wiederhole, enormen strategischen Vorteil. Wieso ist durch diesen Artillerieangriff keiner gefallen? Das wundert mich jetzt ein bisschen. So. Dafür, dass sie rennen, bewegen die sich ganz schön langsam.
Wo ist denn jetzt der andere? Ach, da. Versucht sich anzusneaken. Ja, da stehen ja auch Leute. So, den werden wir jetzt erstmal eine kleine Freude bereiten. Gleich werden die schön unter Flanken vollgenommen und es fängt an zu regnen. Und gleich werden auch die Kugeln auf sie herabprasseln, wie dieser Regen. Eine sehr schöne Überleitung. So. Sie sind jetzt schon sehr müde. Das ist gut, denn halt müde Truppen sind nicht mehr so gut. Vor allem nicht im Nahkampf, und die müssen ja in den Nahkampf. Sind sogar schon erschöpft. Noch besser. Das Schlimme ist mal, dass das hier nicht durch Lags ist, sondern einfach nur, weil die erschöpft sind. So. Ah, schade, dafür musste aber hier lang. Oh, der feindliche General ist tot. Und die hauen ab. Dann sehen wir uns gleich wieder auf der Kampagnenkarte. Bis gleich. Tschüss. So, wir sehen uns hier enormen Verlusten gegenübergestellt. Ganze 2 Mann haben wir verloren. Traurig. Gibt's hier Brücken? Ja, hier.
versuchen die das nochmal. Wir haben 54 Mann verloren, das ist aber scheiße. Drecks-KI. So. So, jetzt haben wir hier eine Full-Stack-Armee. Warte, was ist denn so... Ach, es ist egal, welche der beiden Städte wir erobern. Ach so. Eine Frage, wieso marschierst du da lang? Finde ich ganz schön dumm. Okay, die sind trotzdem glücklich. Das sind echt Stiefel gebraten mit Ei. So, kapitulierst du? Ja, sehr schön. Ihre Nation könnte ihr Handelseinkommen vergrößern. Schließen Sie über die Diplomatie neue Handelsabkommen. In die diplomatische Verhandlung. So, sehr schön. Wir können doch gar keine neuen Handelsabkommen machen. Was erzählt ihr denn da? Also manchmal denke ich mir echt, was macht die da? Ihre Nation könnte ihr Handelseinkommen vergrößern. Schließen Sie über die Diplomatie neue Handelsabkommen. Sehr schön. In die diplomatische Verhandlungsübersicht gelangen Sie über das Feld rechts im Bild. Oh, aber diese Riesenschlacht, die werden wir auch wieder erst im nächsten Part sehen, denn die Zeit ist schon wieder um. Was willst du machen? Bis dann. Tschüss.